Hallo zusammen und willkommen auf meinem Desktop. Dieses Tutorial soll euch zeigen, wie man das Lazy Notepad runterlädt, installiert und konfiguriert. Ich habe da schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Also, wenn ihr auf meine neuesten Folgen geht oder allgemein auf jede Folge von Dwarf Fortress und in der Beschreibung hier unten auf den Link klickt, kommt ihr auf diese Seite vom Lazy Notepad. Es kann sein, dass diese Seite nicht aktualisiert wird, also dieser Forum-Thread. Dann googelt einfach Lazy Notepad und ihr werdet auf jeden Fall sofort die aktuelle Version finden, weil die ist ziemlich populär. Dann drückt ihr entweder hier oder hier auf die Downloads. DFDF hat keine Werbung, dafür ist es ziemlich langsam. Mediafire hat Werbung, ist dafür ziemlich flott. Das müsst ihr wissen. So, dann lädt ihr das Ganze runter. Ihr braucht dann WinRAR oder andere Unpack-Programme, um das Ganze zu öffnen. Dann sagen wir öffnen, schließen und einfach alles entpacken nach Desktop Zwerge oder wohin auch immer ihr das gerne haben wollt. Das geht ziemlich flott, denn das Spiel ist nicht so groß. Obwohl sie jetzt gerade irgendwo aufhängt. Böser Rechner, ganz böser Rechner. Komm schon. Das kann schon mal weg, das kann schon mal weg. So, jetzt haben wir hier unsere Nordner Zwerge. Da gehen wir rein, starten das Lazy Notepad am besten mal im Admin-Modus. Und dann haben wir gleich jede Menge Auswahlmöglichkeiten. Die meisten davon sind nicht wirklich interessant für Neueinsteiger, aber es ist halt später ganz praktisch. Das Wichtigste, was ihr zuallererst machen solltet, um das Spiel einigermaßen gut erkennen zu können, ist hier auf Graphics zu klicken und dann entweder Iron Hand oder Phoebus auszuwählen und Install Graphics zu klicken. Also wir klicken hier Install Graphics. Ja, okay. Wenn ihr schon Spielstände habt, dann müsst ihr hier Ja drücken, damit eure Spielstände auch abgedatet werden. Sonst sind die halt immer noch im alten ASCII-Format. Drücken wir also auch Ja. So, Save Games abgedatet und das war's auch schon. Wenn ihr jetzt hier unten auf Play Dwarf Fortress klicken würdet, würde das Spiel ganz normal starten und ihr hättet das Grafikpack installiert. Aber was ihr vorher noch machen solltet, wenn ihr Einsteiger seid, ist Economy ausschalten, das ist die Wirtschaft. Die kommt dann später, wenn man so 100, 200 Zwerge hat. Das ist sehr, sehr chaotisch und braucht sehr, sehr viel Zeit, um sich da reinzufuchsen. Als Einsteiger kann man das echt nicht gebrauchen. Dann würde ich noch Aquifers deaktivieren. Das waren diese wassertragenden Schichten, von denen ich euch bestimmt schon erzählt habe. Und für meinen Geschmack auch das Child Cap auf 0 und nochmal auf 0. Dadurch verhindert man, dass Zwerge Kinder kriegen. Weil Kinder sind ja so eine Sache bei Dwarf Fortress, da kann viel schief gehen. Genauso könnte man das Population Cap auch ein wenig reduzieren, auf meinetwegen 20 oder 30, damit es am Anfang nicht zu viel für euch wird. Weil je mehr Zwerge da sind, desto mehr Arbeit hat man ja auch mit dem Micromanagement. Und wenn ihr gerade Einsteiger seid, würde ich das echt auf 20 oder 30 reduzieren. Nächster Punkt, wenn ihr euch wirklich das Spiel erstmal nur angucken wollt und das Spiel lernen wollt, würde ich hier auf Invaders No klicken. Dann habt ihr keine Angreifer. Es gibt dann zwar immer noch aggressive Kreaturen auf der Karte und auch vor allem unten in den Höhlensystemen, aber ihr werdet wenigstens nicht von Elfen und Goblins belagert. So, das war auch schon das Wichtigste zu dem Lazy Notepad. Eine Sache noch, die ich im Let's Play nicht auf der Kamera benutze, ist der Dwarf Therapist. Wenn man das hier startet, okay, kann man jetzt nicht sehen, weil das Spiel gerade nicht läuft, aber das ist ein sehr praktisches Tool. Das listet hier halt alle Zwerge auf und hier deren Skill, wie hoch der ist, in den verschiedenen Bereichen. Und ihr könnt euch gleich die Jobs verteilen. Also ihr nehmt jetzt Urist A, klickt einfach hier auf Mining, drückt auf Commit Changes und tada, im Spiel hat der Urist A jetzt den Job Mining. Das heißt, ihr müsst nicht immer extra auf den Zwerg mit V und dann P für Preferences und L für Labor und dann Mining raussuchen, sondern ihr macht einfach hier Häkchen. Das Ganze müsst ihr dann zwischendurch immer wieder neu einladen, also hier oben auf Read Dwarfs klicken, dann macht ihr eure Änderung und klickt hier auf Commit Changes. Das macht das Ganze wesentlich schneller. So, das war es jetzt auch schon zur Installation, Konfiguration und überhaupt von dem Lazy Notepad. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare und ich antworte euch dann schnellstmöglichst. Also dann, bis bald!